Heute habe ich wieder mal einen speziellen Gast von Altwil. Und zwar ist das ein kleiner Hans Dampf in allen Gassen. Man kennt ihn eigentlich in ganz Altwil. Alle kennen ihn. Es ist kein geringerer als der Reinhard Schmid. Reinhard, danke schön, dass du dich zur Verfügung stellst für das Interview. Ja, gern. Stell dich jetzt gerade mal selber vor. Also, ich bin der Reinhard Schmid, wohne in der Lindengasse 5 und bin hier in Altwil auf die Welt gekommen. Und das habe ich 1948, also wir haben das 70-jährige Geburtstag gehabt und gleichzeitig einen Monat später das 50-jährige Hochzeitstag. Ist es das, was diese Jungen halten? 70 Jahre, hey, du siehst aus wie 60. Ja, das ist, weil ich halt immer noch wegen etwas arbeiten will und richtig, nicht auf ja. der faulen Haut lege. Und das macht mir Spass, etwas zu arbeiten, und das hält mich auch jung. Schön. Du bist eigentlich in dem Fall auch in Altwil in die Schule gegangen? Selbstverständlich. Ich bin in Altwil in die Schule, und zwar zuerst einmal 10 Tage in die Hebelschule, aber wegen Überfüllung von der Klasse musste ich auf die Löbelzee in die Schule gehen. Das hat mir einmal nicht ganz so gepasst, da auf die Löbelzee raus. Wir Altwiler sind nicht so gern da in das Bahnviertel raus auf die Löbelzee. Aber das hat sich dann schnell geändert, weil die Jumperschule ist dann fertig geworden und dann bin ich im zweiten halben Schuljahr, also im ersten halben Schuljahr, in die Jumperschule gekommen. Und somit wieder zu Altwil gewesen. Ist das immer so ein bisschen Konkurrenz, die beiden Schulen, die beiden Gegenden? Ja, natürlich. Früher war ja Altwil und Löbelzee nicht zusammengebaut. Ach so, okay. Da war ja Mathe dazwischen gewesen, und das war dann so eine, naja, wie eine andere Welt dort. dort draußen. Du hast dann Schreinerei gelernt, also Schreinen hast du gelernt. Ja. Und zwar daheim beim Vater, oder wo war das? Nein, ich habe bei meinem Bruder, in Haldigen, der hat dort auch Schreinerei gehabt. Der Sohn hat sie heute noch. Habe ich dort Schreiner gelernt. Und habe dort auch, wenn man das so sagen darf, sehr gut abgeschnitten mit der Lehre. Ich bin Innungsbester geworden sogar. Dann vom Kreishandwerkerschaft bin ich ausgezeichnet worden. Und dann von der Handwerkskammer Freiburg bin ich Bester geworden. Und von ganz Baden-Württemberg der Drittbeste. Hast du die Schreinerei, die du jetzt schaffst, hast du die können übernehmen oder hast du die selber gegründet? Die habe ich selber gegründet. Und zwar vor 29 Jahren bin ich, soll ich jetzt sagen, nicht gerade leid gewesen, aber ich wollte etwas Neues machen und habe dann einfach gefunden, ich muss mich selbstständig machen. Das tut mich auslasten. Alles andere hat mich nicht so ausgelastet. Bringt dann auch Verantwortung, oder? Selbstverständlich bringt es Verantwortung. Du hast auch Mitarbeiter im Jahr? Ja. Kannst du nicht alles allein machen? Im Moment ist mein Sohn drin im Geschäft, der Michael, der auch nächstes Jahr das Geschäft übernehmen wird. Und dann haben wir jetzt halt so Aushilfsarbeiter. Weil das heisst, nächstes Jahr Geschäft übernehmen. Willst du aufhören schon? Ja, nein, aufhören, nicht direkt. Aber halt mal die Hauptverantwortung abgeben. Jetzt. Ah. Wenn ich helfe, dann schon noch. Ich bin schon noch da. Jetzt müssen wir noch einen den... nach dem Rechten schauen. Genau, und dann hast du eigentlich mehr Zeit für dein Hobby, gell? Ja. Ich hoffe, dass es eine ganz tolle Sache ist. Ja. Sehr tolle Sache. Also die Eisenbahn, sensationell. Hast du überhaupt noch Zeit, mit der jetzt zu spielen oder den Betrieb zu setzen? Ja, da habe ich Zeit und da nehme ich mir auch Zeit. Weil es ist schon manchmal so, man kommt manchmal vom Tagesgeschäft so daheim und ist angespannt, weiss wie und ist, soll ich sagen, so nervig. Und dann hocke ich hier an, eine halbe Stunde, lasse den Zug laufen, schaue den Zug ein wenig zu und ich bin wie neu. Ich bin gerade wieder anders aufgestellt. Das ist schön. Dann kann man wieder etwas anfangen mit mir. Aha. Vorher war es dann ein wenig schwierig gewesen. Okay. Also es geht jetzt um, nicht um die Hobby, wo wir hier zusammen sitzen, sondern es geht um das Strassenfest in Altwil, ja, wo du jedes Jahr seit 47 Jahren organisierst. Wie bist du da dazu gekommen? Ja, jetzt einmal ganz kurz, warum es das Altwiler Strassenfest geht. Das ist nämlich wichtig, dass man das auch weiss. Und zwar, die Hinterdorfstrasse war jahrelang gesperrt gewesen, wegen Kanalarbeiten und Wasserleitungen. Und die ist einfach neu gemacht worden. Und dann haben die Wieler Geschäftsleute gesagt, ja, wir müssen uns ja wieder einmal zeigen, dass wir
also die in den Hinterdorfstrass, dass wir auch wieder da sind, dass die Leute wieder zu uns kommen können. Und dann hat man gesagt, ja, man macht ein kleines Festchen. Danach haben wir das in den Vereinen, sprich Narrenzunft oder Trivagis und zwei, drei andere Vereine, haben das mitgekriegt, dass da ein Festchen geben soll. Und dann hat man gesagt, ja, warum macht man da nicht mit? Und dann hat man im ersten Jahr da mitgemacht. Und da bin ich schon dabei gewesen, halt organisiert, hat es Geschäftsleute, Linda und Haar und wie sie alle heißen, die haben das organisiert in den ersten Jahren. Gut, beim zweiten Jahr ist das auch so gelaufen. Dann, wo es aufs dritte Jahr angegangen ist, haben die Geschäftsleute gesagt, ja nein, das wird uns zu viel. Wir müssen jemanden haben, der das macht. Hat sich natürlich keiner gemeldet gehabt. Dann ist es weitergegangen an dieser Versammlung, die war in der Gläbe gesehen, selbst mal. Dann hat man da lang umdiskutiert und gemacht und keiner hat einen richtigen Vorschlag gemacht. Und ich als junger Kerl damals noch, nicht, habe ich halt ein paar Vorschläge gemacht. Und batsch habe ich das Amt am Hut gehabt. Das ist so schnell geht das. So, das geht ganz schnell. Dann bin ich dort in der Versammlung gewesen und bin erst der Vorsitzende. Ich habe es gar nicht wollen. Aber ich habe es einfach dann gesehen. Ja. Ja gut, ich meine, das ist ja eine riesige Verantwortung, die du auf dich genommen hast im Prinzip. Und das ist ja immer gross gesehen. Und alle Vereine haben mitgemacht, die da ein bisschen rumgesehen sind. Jeder hat mitgemacht. Aber es fällt mir eigentlich auf, dass in den letzten Jahren doch der eine oder andere Verein nicht mehr mitgemacht hat. Hat das damit zu tun, dass man zu viele Auflagen gemacht hat? Oder hat die Verein selber niemand mehr, der mitmachen will? Das hat verschiedene Gründe. Erstens, früher war an dieser Strasse ein Haufen freie Plätze, wo man Zelte aufstellen konnte. Heute ist ja alles bebaut. Also man kann weniger Zelte, man hat weniger Plätze, man kann weniger Zelte oder Buden aufbauen. Der andere Grund, warum, ist natürlich bei den Vereinen. Die haben immer weniger Helfer. Und da sagen viele Vereine, ja, gut, drei Tage, es ist ja mit drei Tagen nicht getan. Man muss ja aufbauen, man muss abbauen. Das ist eine Anstrengung und da haben sie einfach keine Leute mehr dazu. Auf dem Stand, wo wir heute sind, mit den heutigen Teilnehmern, da rangieren wir jetzt schon um die vier Jahre herum mit den gleichen Teilnehmern. Es hat sich jetzt einfach so im verkleinerten Stab, Maßstab jetzt einfach zusammengezogen, das Fest. Und, klar, es ist nicht mehr das, was es einmal früher war, aber die Zeiten ändern sich. In jeder Hinsicht, das ist klar. Aber wenn du das alles so organisierst und ich meine, man weiß ja, was es da braucht dazu. Erstmal, du machst ja nicht allein. Wie viel helfen dir da dabei? Ja, das sind nicht allzu viele. Wir haben hier Schriftführer und ein Kassier. Und ich. Und du? Wir drei. Und dann natürlich an den Versammlungen, die wir haben, mit den Vereinsvorständen, wenn da mal etwas ansteht, die helfen natürlich auch. Ja, da hast du noch Haufen Leute, die den Steinweg legen im Jahr, oder? Ja, je nachdem ganze Lastwagen weisen. Aber ja. Bis jetzt ist mir immer noch glückt, die Haufen Steine, die es gibt, wegzuschaufeln. Also einer, der, glaube ich, auf deiner Seite ziemlich steht, ist der OB Wolfgang Dietz. Jawohl. Oder täusche ich mich da? Nein, das ist richtig. Ich mache immer einen guten harmonischen Eindruck auf der Bühne oben, wenn es ums Fassanstich geht. Ja. Und weil ich kenne ihn selber auch. Also ein sehr, ich sage jetzt mal, ein toller Typ, ja. Man kann mit ihm reden. Man kann mit ihm geschirren, wie wir da so viel sagen. Ja, genau. Er ist auch nie eigentlich abgeneigt. Und wenn er merkt, es ist irgendwo hoch, schaut er schon, dass es wieder auf die Reihe kommt. Okay. Jetzt ist das 49. Mal, nächstes Jahr kommt das 50. Mal. Ist das die letzte oder machst du noch weiter? Also wir haben von der jetzigen Vorstandschaft her, vom René Winzer und von der Gabi Eberhardt, haben wir es eigentlich vor, am 50. Strassenfest aufzuhören. Ja, komplett? Ja, ja. Die ganze Vorstandschaft hört komplett auf. Ob es gelingt? Das ist natürlich jetzt die andere Frage, aber wir arbeiten darauf an, dass wir Nachfolger finden. Ich bin dran an Nachfolger suchen
und sie hat die Kassier und Schriftführer auch, dass es doch eigentlich noch weitergeht, denn es wäre schade um das Volksfest, oder? Wenn es nicht mit ja, finde ich eigentlich auch, ja. Aber meine, es ist natürlich, eben, wie gesagt, eine riesige Verantwortung und heutzutage will ja niemand mehr Verantwortung übernehmen, was das anbelangt, oder? Weil es mit viel Arbeit, mit viel Stein im Weg da ist, ja. Und man muss überwinden und braucht auch eine harte Haut. Das, breite Schulter. Und breite Schulter, die hast du ja auch gestürzt. Du musst also einen suchen, der auch breite Schulter hat. Ja, so ungefähr. Schafft. Und vor allem auch von Altwil ist da und so weiter. Und ja, nein, ich finde es eigentlich schade. Also ich finde es toll, dass du das so lange gemacht hast. Ich finde es schade, dass du aufhörst, weil man sagt ja immer so schön, es kommt nicht viel Besseres nach. Ja, aber man sagt auch, man sagt auch, auf dem Höhepunkt soll man aufhören. Ganz genau, das ist richtig. Man sieht es an der Politik, die, ja, die sollte dort schon lange aufhören. Ja, genau. Okay, das ist ein anderes Kapitel. Jetzt hat Robi gesagt, nächstes Jahr zum 50. hat er einen Anspruch gehalten, dass dass er etwas Spezielles machen wollte. Hast du schon irgendwie eine Ahnung, was könnte passieren? Also was jetzt von der Stadt aus, von der Ort vom OB auskommt, das weiß ich noch nicht. So wie es immer noch nicht. Aber ich persönlich bin eigentlich schon an der Planung von dem 50-jährigen Strassenfest. Jetzt schon? Ja, ja, natürlich. Weil das braucht ein Jahr. Aha. Abgesehen davon nicht nur das Jubiläumsfest, sondern das Strassenfest beschäftigt mich eigentlich das ganze Jahr. Zuerst das Fest. Dann kommt dann Abrechnungen und dann wird es fertig gemacht und wieder geschaut. Und dann ist die Weihnachten rum und schon geht es wieder los. Mhm. Und schon muss man wieder schauen, was mache ich, wo habe ich, was bringe ich. Was ist denn eigentlich so das Schlimmste an der Neuordnung? Ich meine, man hört immer wieder, man darf keine Gläser mehr haben für die Getränke, man darf dies und das nicht mehr haben, man ist vorgeschrieben mit Abwasserbewältigung und so weiter und so fort. Dann nehme ich auch an, sind die Kosten höher geworden, die Standmieten, oder? Ja. Und wenn ja, wem kommt denn die Standmiete jetzt gut? Ist das der Stadt? Oder meine, hey, die Stadt will ja das haben. Das also die Standmiete, wenn du das gerade so ansprichst, das kommt am Organisationskomitee zu gut. Ja. Damit die wir die Unkosten tragen, die das Fest erzeugt. Sprich, Versicherungen, Containermieten für Klo und Abfallbeseitigung und was halt alles so auf einem Zug und Wassergebühren und so wieder. Das ist ein Riesenbetrag. Und die Vereine zahlen deshalb an uns ein, aber das Geld reicht nicht. Weil sonst müssten wir den Verein Haufen mehr verlangen. Und das geht auch wieder nicht. Dann sagen sie, wenn wir an 3 Tagen arbeiten, noch 400 Euro am Schluss übrig bleiben, dann kann ich aufhören. Das ist so. Es sollte einfach für den Verein, der das ja auch für die Jugendarbeit braucht oder für Vereinsleben, wichtig war, dass noch etwas hängen bleibt. Das heisst, es geht mir immer, und das mache ich dann, eine Sponsorensuche. Mhm. Ich tue immer so, wir haben doch hier die Absperrgitter am Strassenrand. Ja. Und damit das nicht so blöd und so nackig aussieht, habe ich mir mal da überlegt, da könnte man doch Werbung dran hängen. Mhm. Das hast du vielleicht auch am letzten Strassenfest ja, gesehen. Genau, ja. Und die Werbung, da tue ich Firmen telefonieren und fragen sie, ob sie nicht ein Plakat aufhängen für ein paar Euro. Und ich muss sagen, das funktioniert gut. Ein Teil meldet sich jedes Jahr selber und sagt, ja, wir wollen wieder gerne aufhängen, damit eure Kosten stabil sind. Ja, jetzt hast du, ich habe eine Haufen Kosten jetzt, aber was ich jetzt auch neu gesehen ist, ihr habt eine Sicherheitsfirma müssen haben. Ja, ja. Haben Sie das schon das gesehen? Ja. Da sprichst du mich auf etwas an. Also die Sicherheitsfirma haben wir jetzt natürlich schon 2 Jahre. Das war letztes Jahr schon, weil die Polizei hat gesagt, sie können es nicht mehr machen. Personalmangel, denn die Jahre vorher hat es die Polizei gemacht. Und da haben wir die Sicherheitsauflage gekriegt von der Stadt Wil, vom Ordnungsamt, dass wir einen Sicherheitsdienst haben. Der Sicherheitsdienst kostet natürlich
man viel Geld. Kann ich mir vorstellen, sind zwischen 8 und 10 Personen, die an dem Fest da sind und die müssen zahlt sein. Dann, mit dem hat man gerechnet, das haben wir einkalkuliert. Mhm. Aber dann ist eigentlich letztes Jahr schon so wenn im Raum gestanden, dass man so Eingangsposten muss haben. Dass immer die Absperrung zu ist und einfach nur mit zwei Leuten. Dann habe ich letztes Jahr schon die Leute gefragt, von den Vereinen, ob sie es übernehmen können. Dann haben sie gesagt, nein, das können wir nicht, das geht nicht. Finanziell, also es ist einfach nicht tragbar von dem Personal her. Das habe ich letztes Jahr einfach nicht gemacht. Ja, es ist natürlich dieses Jahr ist natürlich klar wieder auf den Tisch gekommen und es ist also zur Auflage gemacht worden, das auch zu machen. Und das sind die zwei Posten gewesen, wo mir dann auch, zuerst habe ich mal das technische Hilfswerk gefragt, ob sie nicht für ein paar Euro das machen oder oder auch andere Vereine, aber keiner hat gesagt, nein, wenn da etwas passiert, das können wir nicht, wenn man kriegt einen auf den Ranzen von denen, der da steht. Oder, ja, ist klar. Das ist alles ein wenig gefährlich gewesen, oder? Ja, was ist mir denn anders übrig geblieben? Die Bedingungen habe ich mir sehr erfüllen. Und dann habe ich mir den Sicherheitsdienst gefragt. Und das sind zusätzlich gerade noch mal 2000 Euro gewesen. Und jetzt, wo kriege ich die her? Das andere, mit dem anderen Geld wären wir so weit ausgegangen, aber es fehlt, haben wir halt die 2000 Euro gefehlt. Und wie gesagt, ich habe halt vermehrt müssen wieder Werbung machen mit den Leuten, mit Geschäften schwätzen, ob sie nicht etwas Logo machen. Und es hat auch viele Geschäfte gegeben, so Einzelhandelsgeschäfte, da zu viel, wo auch einen größeren Betrag. Ist es nötig gesehen, in puncto Sicherheit, dass etwas passiert ist, dass es Schlägereien gegeben hat, nicht gar nicht. Also man hat es auch im Prinzip auch ohne machen. Das Fest ist einfach irgendwie von den Jahren, weiss ich, wenn von 10 Jahren her ein wenig anders eingestuft, sicherheitsmäßig anders eingestuft worden. Daher auch, was du vorher gefragt hast, wegen der Gläser. Die Beschränkung mit den Gläsern, die hat es natürlich alle unheimlich hart getroffen, dass man keine Bierkrieg mehr darf. Ausschenken und keine Flaschen Wein auf den Tisch und die ganzen Sachen. Es ist natürlich immer wieder schön, dass nach all diesen Anstrengungen und so weiter immer wieder dann zum Schluss kommt in dem Moment am Freitag zu oben am 7. Das ist doch immer wieder schön, oder? Das ist einer der schönsten Momente am Strassenfest, muss ich jetzt sagen. Weil man hört es einmal richtig rumpeln, da geht mir der Stein vom Herzen. Ja, das hat mir schon ein paar Mal gesagt, was rumpelt da so neben dem. Aber jetzt weiß ich endlich, was das ist. Das ist klar. Das ist der Stein, der wunderbar. Reinhard, ich wünsche dir weiterhin gutes Klingen für die 50. Fest. Ja. Gutes Klingen auch für dich persönlich, deine Zukunft, deine Familie. Ja. Und wenn du mal ein Geschäft übergeben willst, dass alles so läuft, wieder, dass du gesund bleibst, die deinem Hobby kannst widmen, ja. Was nicht nur Eisenbahn, da sicher noch andere Sachen auch. Ich bin ein Haufen Vereine, auch Mitgründungsmitglieder, Gründungsmitglieder und. Wir sind halt so viele. Und was ist man als Altwiler auch in der Feuerwehr natürlich. Eben, das gehört auch dazu, ganz klar. Also, alles Gute, danke für das Gespräch, war interessant, war informativ. Ja, hat mich gefreut. Euch, liebe Zuschauer, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn ich wieder irgendjemand habe, den ich vorstellen kann. Dankeschön. Hallo.